Tache sagt aus noch Berlin Hauptbahnhof. Es geht los, meine kleine Reise in den Harz, aber ich habe mir auch diesmal Begleitung mitgenommen. So, damit war die ganze Familie mal von Berlin Bricks auf Video. Ja, ich melde mich zwischendurch aus dem Zug, aus den Bergen. Wir sind im Harz, wie gesagt, wandern. Ich habe mir auch ein kleines Set mit in die Reisetasche geschmuggelt, was ich zwischendurch aufbauen werde. Ansonsten, ihr habt es gesehen, aber ich mache es trotzdem. Ich bin ein harter Kerl. Bis später. Erste Meldung aus dem Zug. Wir machen Zugvideos. Aus echten Zügen und nicht aus gebauten. Sag doch mal, wo sind wir denn hier? Das ist Hildesheim. Einer der schönsten Bahnhöfe Deutschlands. Der ist so schön, dass sie ihn noch schöner bauen. Hier steht schon die ICE-Rakete, die nach Hause fährt, aber wir warten auf unseren Regionalexpress. ICE aus Interlaken. Ja, ich will jetzt hier mal kein Landbashing betreiben, aber kenne ich nicht. Wir sind gerade in Bad Harzburg in den Bus gestiegen und ich sage mal so, ich habe ihn glaube gerade gekauft, den Bus. Ne? Wir fahren jetzt 14 Stationen und pro Person 6 Euro. 6 Euro, ja. Also ich dachte schon, Berlin ist Busfahren teuer. Aber hier im Goldenen Westen, wow, ja, bis später. Ich muss jetzt Gitarre rausholen und Fahrgeld wieder reinholen. So, erste Etappe geschafft. Ich konnte euch leider keine Bilder zeigen, da wir im Regen gewandert sind, weil sie unheimlich. Wir sind jetzt in Mandelholz. Ja, man sieht nicht viel in Mandelholz, weil Mandelholz besteht nur aus diesem Hotel, in dem ich gerade bin. Diesem Parkplatz und einem Restaurant, in dem wir heute Abend essen werden. Ansonsten, bevor ich losgefahren bin, habe ich ja noch ein Paket bekommen, weil ich überhaupt nicht wollte. Und in diesem Paket, ich zeige es euch mal kurz. Einfach der Hammer. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig, Freunde. Danke. Ist der Wahnsinn, oder? Verrückt. Ja, so, jetzt schwenke ich hier durch dieses wunderschöne Hotelzimmer. So, was ich noch sagen wollte zum Paket, da mache ich natürlich noch ein Vergleichsvideo mit der falsch gekauften Flying Dutchman. Die vergleichen wir denn und dann werden wir alle nochmal feststellen, dass der Dirk aus Neustadt einfach wahnsinnig ist, oder? So was zu machen. Also, wir haben uns schon auf Instagram geschrieben. Ich bin immer noch ganz baff. So, wo ich hier so langsam so rein Filme, das ist das Set von Paul, ja, aus China nach Kulmbach, von Kulmbach nach Berlin, von Berlin in den Harz und hier werde ich es bauen. Ich werde es gleich mal auswickeln werde ich es auch, auspacken, dann schauen wir mal rein und dann werde ich mal ein Stückchen bauen und dann auf den Etappen euch immer an wunderschönen Hotspots zeigen, praktisch Harz mit chinesischer Drachenschildkröte. Es wird ein Fest. So, ich packe mal kurz aus und zeige euch was. So, bin ich wieder zurück. Ich musste diese Verpackung etwas öffnen und dieses wunderschöne Sofa wird uns jetzt als Präsentationsfläche dienen. Aber ist egal, ne? Wir sind interessiert am Set. So, genau, da ist er, der chinesische Drache, Schildkrötenlöwe. So, Anleitung, wir haben 1, 2, 3, 4 und 5 Tüten. Ich denke mal nicht aufregen, sind die Tüten nummeriert? 3, 4... Jo, sind sie? Jetzt schauen wir mal kurz in die Anleitung, ob da mit Bauabschnitten gearbeitet wird. Nö, sieht nicht so aus, wa? Einfach wird knallhart durchgezogen. Ja doch, warte mal, wenn die hier erst bei 15 sind, oder? Ich weiß ja nicht, ich habe schon Spitiere gebaut. Nee, ist ohne. Ist einfach knallhart ohne. Genau, und so sieht es zum Schluss aus. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zu dem Kranich und dem, oh, helft mir, Kranich und dem Hirsch. Verlinke ich mal hier oben, da oben irgendwo verlinke ich das und dann könnt ihr das nochmal anschauen. Ich werde jetzt meinen ersten Teil zusammenbauen und euch dann morgen präsentieren. Ich muss jetzt nämlich schöner Harzer Wurst-Käseplatte essen. Also bald, noch ein bisschen Fernsehen und dann gehe ich gucken. Mo, hast du auch schon Lust? Ich habe Hunger.
Ah, Mo hat Hunger, okay, ja gut. Aber er bauen geht vor. Also, bis dann. So, zweiter Tag. Wir sind an einem gigantischen Wasserfall in Königshütte. Ja, Harz Rock, ihr seht. Es ist wild. Ich überlege, ob ich gleich meinen Kajak anschmeiße und diesen wilden Fluss hier mal runterslide. Aber ansonsten, alles schön. Monique habe ich erstmal hinten sitzen lassen. Die muss ich ausruhen. Wir sind nämlich schon extrem fast lange gewandert. So, ich zeige euch gleich meine erste Bausache, aber das muss ich jetzt zurück zu meinem Rucksack. Ich wollte euch dieses Naturspektakel natürlich nicht vorenthalten. Da bin ich schon wieder und ihr seht, ich habe schon tierisch weit gebaut hier. Ich weiß ja nicht, was das waren, 11 oder 12 Bauschritte. Der Fuß der Sockel hier mit diesen 1, 2 gedruckten Fliesen. Hier vorne steht irgendwo dran. Weiß die Übersetzung nicht, wahrscheinlich irgendwas mit Glück, Reichtum, Schönheit oder sonstigen Warnhinweisen. So, das war die erste Sache, die ich euch hier natürlich im wunderschönen, wie gerade gezeigt, da hinten ist auch nochmal Wasserfall präsentiere. Mo, hattest du auch schwer zu tun heute? Ist sehr entspannt heute, das Wetter ist schön, meine Füße sind trocken. Was will man mehr? Ja, und wie viel 100 Kilometer sind wir heute schon gelaufen? Ja, ungefähr 386,75. Neuer Rekord. Ah, kurze Unterbrechung, wandern im Harz. Eigentlich sollten wir jetzt ein Stück Wald laufen, aber ihr seht, ist nicht mehr viel Wald da. Man hat ihn ordentlich zusammengelegt zur Seite und baut ihn wahrscheinlich nächstes Jahr wieder auf. Nee, viel totes Holz hier. Gut, ich muss weiter, der Berg ruft. Ich habe weitergebaut und zwar das hier. Wir sind bis Bauabschnitt, lasst mich gucken, 24 gekommen. Den hatte ich euch vorhin gezeigt. Das ist noch übrig. Ansonsten sind wir heute hier angekommen in Hasselfelde im Hotel zur Krone. Kann ich mal so einen ganz kurzen Einblick hier geben. Wir sind wirklich im, ich glaube, dass in Kürze die 2000er anrufen und ihre Hoteleinrichtung zurückhaben wollen. Ist etwas wild hier. Ansonsten hatten wir heute eine ziemlich fette Route. Ich kann ja mal kurz ein bisschen euch zeigen. Sekunde, wo haben wir das? Da. Wow, 3748 Schritte, was ungefähr 700 bis 800 Kilometern entspricht. So ungefähr, ja. Ja, ich probiere euch mal hier so einen schönen Ausblick in Hasselfelde zu geben. Ja. Yeah, Gaststätte zum Erpel. Wir sind in der Krone. Schirker Feuerstein, alles da. Ja, Hasselfelde rockt. Ich melde mich morgen wieder von der nächsten Route. Bis dann! So, jetzt nochmal ein bisschen Landschaft, Kultur. Wir sind hier an der Rapp-Bodetalsperre. Okay, mit der längsten Hängebrücke Deutschlands, Europas, keine Ahnung. Jedenfalls, ihr seht sie da hinten, bin ich rübermarschiert. Das ist echt wackelig. So, hier haben wir auch den Ausflugsdampfer. Keine Ahnung, warum nicht im Wasser ist. Gut, ich muss jetzt weiter meinen Vanille-Zimt-Latte-Macchiato trinken und melde mich dann später mit meinem Gebauten. So, ich grüße euch aus Altenbrak. Wir sind am Ende unserer heutigen Etappe. Meine Uhr sagt, Sekunde, kriege drauf. Na, seht ihr das? 26.146 Schritte. Gebaut habe ich natürlich auch wieder für euch. Und hier ist das nicht wunderschön, dieser Untergrund, original DDR-Beton. Ja, was soll ich sagen? Kurz mal ein bisschen näher ran, sonst wird es mit dem Sound nicht. Es ist Keyplay. Ja, Qualität der Steine ist sehr gut. Wunderbar, keine Fehlteile. Die Farbe kommt jetzt ein bisschen komisch hier rüber. Ist natürlich ein Sandgreen. Wie gesagt, Qualität sehr gut. Kratzer sehr gut. Verarbeitung sehr gut. Klemmkraft nur gut, die ist ein bisschen weicher, hält, reicht vollkommen aus. Ist das Unterteil. Ich baue jetzt noch den Kopf, baue den ran und dann präsentiere ich euch ihn nachher. Unser nächstes Hotel ist zum Harzer Meisterjodler. Ich erwarte Großes. Ansonsten kurzer Schwenker über den Fluss. Naja, Flüsschen. Ja. Mo sitzt irgendwo auf einer Parkbank. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich sie finde. Da zwischen den Bäumen oben, da sitzt Mo. Okay, bis gleich, später. Ich baue den Rest.
Da es einige nicht glauben konnten, ich war wirklich zum Harzer Jodelmeister. So. Ja, aus dem wunderschönen Hotel zum Harzer Jodelmeister. Es heißt wirklich so, ja. Also schon mehrmals, wie gesagt, gezeigt. Hier nochmal. Man kann es kaum noch lesen, aber zum Harzer Jodelmeister. Deswegen auch dieses wunderschöne Setup hier am wunderschönen. Oh Gott, meine Frau muss gerade niesen und probiert nicht so laut zu niesen. Seid froh, wir werden alle tot. Taub. Da ist der Löwe von Keyplay, er ist fertig. Das nebenbei bauen, ich denke mal, ich hätte ihn noch eine halbe Stunde fertig gemacht, aber so hat es mehr Spaß gemacht. Mir fehlt hier am Kopf ein Teil. Da möchte ich jetzt nicht Keyplay die Schuld geben, sondern durch mehrfaches Einpacken, Auspacken, Umpacken, Wegpacken. Kann auch sein, dass ich es einfach verloren habe. Hält trotzdem. Ja, er ist fertig, ist schick. Kommt jetzt zu den anderen beiden, zum Hirsch und zum Kranich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier megamäßig Glück und Weisheit. Und er hilft mir auf meinen weiteren Weg in der Welt der Klemmbausteine. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, Paul, für das wunderschöne Geschenk. Ist fertig gebaut, kommt in die Vitrine, kriegt den weltberühmten Ehrenplatz. Ansonsten morgen letzte Etappe. Ich mache an dieser Stelle jetzt aber Schluss beim Video und knallt jetzt hoch zum Anschauen. Den Rest mache ich dann einfach so. Bis dann, tschüss!